So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Wir machen heute weiter mit der nächsten Rennen und dann holen wir uns heute ein neues Auto, der uns 151.000 kosten wird, aber das wird man, wenn man tatsächlich so machen. Ich werde den Evo da tatsächlich doch abgeben. Ja, so keine Altersentscheidung. Und werden wir dafür den F-150 Raptor dann holen und dann den Wagen, den Aston Martin noch dazu. Aber dazu fahren wir erstmal dieses Rennen und das heißt Farah und wir fahren dahin. Wir könnten hier noch ein Rennen fahren, dann würden wir nur 50.000 kriegen. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal das Rennen, wir fahren das Rennen hier, dann werde ich die Autos, wie gesagt, tauschen. Ja, dann werden wir uns von so einem heißgeliebten Evo treiben. Farah. So, ja. Letzte Folge Need for Speed im Jahr 2019 heute. Und da nochmal eine kleine Spezialität. Wie gesagt, wir trennen uns heute wieder von diesem Auto hier. Das ist das letzte Rennen. Wenn uns der Kollege hier nicht mit seinem komischen BMW nicht mal verschwindet. Mal weg da. Oh ja, das hält so weg. Und dann werden wir uns, wie gesagt, ein neues Auto zulegen. Dann haben wir nämlich die Kohle fast zusammen. Dann werden wir uns tatsächlich jetzt als nächstes den Ford F-150 Raptor gönnen. Den Aston Martin gönnen. Und dann fahren wir vielleicht sogar noch den Raptor dazu, den Ford F-150, als Offroad-Wagen. Ach, scheiße. Das passiert mir leider manchmal sehr oft. Dann müssen wir es wieder von vorne aufräumen. Ich meine, es gibt ja auch noch Geld, man muss nicht gewinnen. Ich habe irgendwas für den vierten Platz auf 15.000 oder so. Aber wir haben noch zwei Rundzeiten, also alles noch im Rahmen. Die sind ja alle beieinander. Da sind wir doch schon wieder dran an den Jungs. Ah, ich glaube, ich weiß, welches Design ich nehme für den Aston Martin. Ah, ich hasse das. Die Decke bin ich eben auch schon abgefahren. Das ist jetzt... Es war zu viel des Guten. Da müssen wir nicht lang. Und hängen wir schon wieder auf P6, also... Ja, da müssen wir uns dran denken, dass wir das auf jeden Fall gleich mal machen. Ich glaube, ich werde das Design auch vom guten Wolf aus Need for Speed Carbon nehmen. Ich hoffe, dass dieses Design mit drin ist. Wer nicht weiß, wer Wolf ist, der schaut sich mal mein Let's Play zu Need for Speed Carbon an. Das müsste in irgendeiner Playlist drin sein. Da hatten wir auch ein Duell mit ihm und da haben wir den Wagen ja irgendwann auch gehabt. Ein Stück weit und jetzt würde ich ihn halt gerne übernehmen. Ich fand das Design halt cool, dieses schwarz-grau-weiße Design.
Ja, der 141 oder so als Stärke, wenn der wenn ich jetzt Offroad umbaue, ne, 150 müsste deutlich stärker sein. Dieser fast hätte ich wieder nicht schon die Ecke verlassen. Also ich vergesse es jedes Mal, aber jedes Mal habe ich es hingekriegt. So gerade noch. 500 Meter noch und dann rennen mit Hindernis. Also da steht irgendwo einer, der zweite sogar. Ich glaube, die werde ich aber nicht mehr kriegen. Nein. Diesmal haben wir nicht irgendwie überrundet, sondern diesmal sind wir so durchgekommen. Okay. Jetzt hätte ich ja mal 4 Minuten gebraucht, aber wie gesagt, das hätten wir auch ohne Probleme. Ich habe 20.000 noch jetzt gekriegt. Aber wie gesagt, uns das Leben einfach zu selber ein bisschen zu schwer gemacht. Warte mal, hier nehme ich den Flamingo noch hier mit. Das sind auch wieder ein bisschen Kleingeld, was wir da nehmen müssen. Ich mache mal kurz den Flamingo hier. Hier ist er. So, auch das sind wieder 2.500 Geld, die war eben. Oh, kurz, warte mal, dann nehme ich den da hinten auch noch mit. Dann haben wir die Kohle, die für beide Autos drin. Hey, kann ich dich mal was fragen? Kannst du versuchen. Hast du in der Stadt vielleicht Neon-Flamingos gesehen? Ja, hast du. Ernsthaft? Ich dachte schon, ich verliere den Verstand. Was zur Hölle sind das für Dinger? Keine Ahnung, ich fahr meist direkt durch sie durch. Wirklich? Ja, versuch's mal. Werd ich tun. Danke. So, die sind auch down. Habe ich mir noch einen in der Nähe, den ich jetzt irgendwie übersehen habe. Da hinten sind auch alle abgearbeitet. Also wie gesagt, wir haben bei weitem noch nicht alle überhaupt alle Flamingos. Gut, wir haben 155.000 und dann 51 kostet der Aston Martin und dann kostet der. Dann haben wir den auch in der Tasche und dann hole ich mir den, verkaufe ich den Evo und dann hole ich mir den Dings. So, wir gehen einfach mal rein in den Schnellreisemodus. Obwohl, warte mal, ich hole mir jetzt mal den Wagen, bevor wir den jetzt irgendwas verkaufen. So. Gut, dann wollen wir erstmal zum Autohändler. Das soll aber irgendwas machen. Blub. Den ersten Mal, den kriegen wir relativ schnell aufgebaut. Die rennen, die Kohle kriegen wir nur wieder rein. So, Autohändler betreten. Und wir holen uns ein neues Auto. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich habe mir jetzt auf die Uhr geguckt. Wir waren einfach nur wirklich auf gut Glück. So, 151.000 kostet der Wagen. Wir haben 155. Das wird mein teuerstes Auto bisher werden, auf jeden Fall. Hier ist der Wagen. Den werde ich mir auf jeden Fall holen. Erstmal in die Garage schicken. Wir werden mit dem Emo noch was fahren. Den werde ich kurz eben noch. So. Gut, dann gehen wir dann in die Schnellreise. Zack. Ich hoffe, ich habe mich damit jetzt nicht verzettelt. Wir müssen ja ein bisschen umwechseln mal mit den Autos. So, dann gehen wir auf die Garage. Und dann trennen wir uns von unserem geliebten Evo. Hallo. Kannst du dir so einen Wagen leisten? Verschweigst du mir was? Ja. So. Auf dem Stellplatz. Warte mal, wo ist der Evo denn eigentlich hin jetzt? Achso, ja, ich muss den Wagen, ja. Wagen tauschen. So, nehmen wir den mal raus. Den bauen wir jetzt gleich um. So, dann. Ja, der ist tatsächlich auch für die Racer gut gehackelt. Das ist gut. So, dann gucken wir uns mal mit dem Evo mal um. Warte mal. Wo ist der denn jetzt? Ich weiß was. Sag mal bitte nicht, dass ich den Evo nicht nehmen kann.
Ja, da ist er. So, Wagen verkaufen. Das ist ein bisschen kritisch gemacht. 73.000, wunderbar. Den nehmen wir dann mit. Verkaufen wir den. Und dann haben wir die Karre da drin. Und dann bauen wir uns den Rest. Martin ist ein bisschen auf. Und dann holen wir uns, müssen wir überlegen, wie viel der kostet, der Raptor noch kostete. Ich hab's jetzt vergessen, ne? So, dann bauen wir jetzt erstmal Leistung ein. Ein bisschen Leistung in den Wagen ein. So, wunderbar. Der hat schon viel, viel drin. 2 Kilo Tanks, den brauchen wir auf jeden Fall. So. Standardfahrwerk. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall. So, Inventar. Ich brauche ja nichts, um zu nichts neu einzukaufen. Ich brauche mir jetzt einfach was auf. So, den brauchen wir nämlich nicht kaufen, die ganzen Kram, sondern bauen den jetzt nach und nach auf. Ja, den habe ich noch nicht drin im Inventar. So, 2,4. So, Fahrwerk. Mal drin. Kurzstreckenfahrwerk. Kann ich die Teile wirklich verkaufen aus dem Inventar eigentlich? Ja, kann ich tatsächlich. Straßenfederung strecken. Reinhast du mit? Wir nehmen uns ein bisschen Kohle nach an den Bayern ein, fällt mir gerade, oh, das ist gut, dass wir die nicht brauchen. Also kann ich mein Inventar mal ein bisschen leer machen. So, der hauen wir rein. Das hauen wir rein. Das hauen wir rein. So, dann haben wir die nämlich raus, die Sachen. 6400, neue Kurve raus. Kann man auch verkaufen. Standardobjekte, keine, kann ich verkauft werden. Ja, gut, okay. So, Stahlgerät drin. Das haben wir auch drin. Das kann man nicht verkaufen. Dann kann man das verkaufen. Wieso? Dann baue ich mir den Wagen jetzt einfach auf. Bauen wir diese Folge, machen wir ein bisschen was mit den Autos. So, weg damit. So, Turbolader, das kann ich wahrscheinlich nicht. Den Doppelturbolader raus, den brauchen wir nämlich nicht. So, okay. Standard-OP kann ich verkaufen. Ja, dann nehmen wir den raus. So, warum verkaufen wir den? So, die Fahrwerk sind wir schon rein gewesen, drin gewesen. Fahrwerk weg. Standardwerk kann nicht verkauft werden, aber das kann verkaufen für 2000. Dann sind wir schon wieder bei fast 100.000. So, Reifen. Straßenrennen. Weg damit, rein damit. Standardwerk kann ich verkauft werden, den lassen wir dann auch drin. Antrieb, alles drin. Die 8er, alles 8er Getriebe, Elite Plus. Rein damit. Zack. Dann bauen wir das Differential ein. Da baue ich mir auf jeden Fall ein Streckendifferential ein. Und den Rest kannst du nämlich dann schön verticken, alles komplett. Die beiden Pros. So. Sehr schön. Dann haben wir das auch weg. Und noch ein Hilfs-Item. So, da müssen wir jetzt mal in den Zahl gucken. Dann nehmen wir die Nitro-Auffüllung rein. Und dann nehmen wir das Radarstörfeld, den wir dann rein. So. Dann haben wir das heute auch drin. Und der erste Martin ist soweit, dass man zumindest was leistungstechnisch aufgebaut ist. Wir haben ja noch 283. Und bis jetzt war es die richtige Entscheidung, den Evo abzugeben. So, dann gehen wir jetzt aufs Optik-Tuning. Und wir gehen mal auf die Karosserie. Habe ich schon mal eine Fahrwerkmöglichkeit drin. Gucken wir mal, was wir da drin haben. Wie gesagt, normalerweise baue ich die ein bisschen offscreen auf. Dieser Tuning, Optik-Tuning ist ja immer so ein bisschen, bisschen, ja, wie heißt es, Geschmackssache. Dankeschön. Na? So, fällt's ja schon mal auf schwarz. Tuning. So, Felgen.
liebe die WBS-Felgen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Primäre Farben, sekundäre Größe ändern. Rauf damit. So, Bremssittel. Brembo. Die Standard-Brembo-Felgen, klar. Die richtig guten. So, dann Bremsscheiben. Auch die schönen, die gelochten, die teuren. Ja, boah, für ein teures Auto brauchen wir teure Bremsen. So, Frontleuchtbleche. Die nehmen wir mit rein. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wir machen es aber ein bisschen für die Optik. So, die Seitenschweller brauchen wir auf jeden Fall. Die bauen wir dann, nehmen wir die mit. So, Felgen. Ach, die Größe. Ah, gut, die sind schon drin, oder? Felgewechsel. Wir nehmen die ersten WBS auf jeden Fall wieder rein. Zack. Wie gesagt, wir kaufen danach noch den F-150. Heute bauen wir nämlich schon die Autos ein bisschen auf. So. Primäre Farbe verändern wollen wir nicht. Sekundäre Farbe wollen wir auch nicht. Die haben wir ja gemacht. Die Bremssättel bauen wir jetzt wieder um. Und die Bremsscheiben. So. Wie gesagt, heute machen wir ein bisschen was fürs Auto. Dann gehen wir mal hinten an den Kotflügel. Was will der denn von uns hier? Den Außenspiegel haben wir auch. Dann können wir. Nee, dann nehme ich mal den hier. Gefällt mir besser. Schön breit. Rahmen ändern. So. Nehmen wir den mit, den wir auch vorher hatten, an dem Evo. Den Text bearbeiten wir mal ebenfalls. Nehme ich meinen Namen wieder drauf. Okay, perfekt. Und den Hintergrund ändern. Dann gehen wir wieder auf Rockport, weil Rockport ist ja mein Lieblings Need for Speed, nämlich Need for Speed Most Wanted 2005. Für die Leute, die es nicht wissen. So, dann haben wir dann auch das Nummernschild gemacht, haben wir eine Heckschuhstecker, ist ja drin. Rückleuchten haben wir auch drin. Die Hinterräder haben wir drin. Fehlt der Diffusor. Nehmen wir auf jeden Fall noch einen schönen Diffusor da hinten reinsetzen. Oh, der gefällt mir, der hier am besten. So. Genau, den haben wir auch drin. Die Nummernschild haben wir da drauf. Heckschuhstecker haben wir da drauf. Fehlt uns jetzt noch einen dicken, schönen Spoiler. Oh, der ist auch schön. Nehmen wir den mit. So, passt perfekt in den Wagen. Soundsystem, rein damit. Bisschen Power auch. Von innerhalb. Und dann müssten wir eigentlich das Auto soweit, zumindest was optisch und Leistung Tuning, durchhaben, ne? So, jetzt hoffe ich, dass ich noch irgendwie eine Community habe, die sich tatsächlich diesen von Wolf der drauf haben. Das wäre natürlich schön, wenn sie das hätten. Ansonsten gefällt mir der hier auch tatsächlich nicht gar nicht mehr so schlecht, aber mal gucken wir mal, ob wir noch einen haben. Das ist hier der aus Need for Speed Most Wanted 2005. Da fährt man ja gegen den dritten irgendwann. So, warte mal, hab ich den nicht irgendwie drin? Hat den keiner gemacht? Ist das der hier? Nee. Ja, schade. Ich glaube, den hat keiner drin. Das finde ich schade. Da müssen wir es tatsächlich ein bisschen ändern. So, scheinbar nicht. Oder das Ding ist einfach nicht gefragt. Wie viel haben wir denn überhaupt? 872, ja gut. Ich hoffe, dass irgendwie in den ist Martin gebaut hat, aber den hat, glaube ich, keiner drin tatsächlich. Ist das der hier? Ist das dieses? Das aber ich muss mal jetzt gerade gucken. Weil irgendwie hat tatsächlich dieses unten, was da unten ist, scheint mir da zu gefallen. Warte mal. Hier holt es ja danach noch ein Auto. Ach so. Oh, ja, ist klar. Need for Speed Carbon. Wolf K. So. Bilder. Ja,
Das ist dieses Design, okay, dann ist es richtig. Dann ist das hier das Design. Das hat nämlich dann tatsächlich irgendwer gemacht. Dann nehmen wir das doch. Völkerschunterlagen. Und dann war mal angebracht. Sehr gut. Da, das wollte ich nämlich unbedingt, dass wir das Design haben. Mir gefällt es einfach. Ich liebe solche Retro-Dinger. Effekte. Nitro-Farbe. Wir haben mal ein blaues Nitro, was wir drunter setzen. Blaues Nitro. Zack. Reifenqualm. Reifenqualm ebenfalls blau. Weil das muss ja schön qualmen. Nieren. Also Neon. Rosa Neon, blaues Neon. Ich brauche blaues Neon. Ich will blaues Neon haben für den Wagen. Irgendwie gefällt mir das am besten. Die Luftfederung. Rein damit, weil die Karre muss schön tief liegen. Kriege ich die jetzt nicht angetestet? Ich will doch nicht die Katze im Sack kaufen, wenn ich ehrlich bin. Dann behalten wir also tatsächlich einfach die Standardhupe. Stance. Oh. Ja, ein bisschen muss er halt kriegen. Der hört sich richtig nice an, der Aston Martin. Gut, dann nehmen wir den auf jeden Fall. Pack. Das war da 283 mittlerweile. Und wir haben auf jeden Fall das Richtige gemacht, uns ein neues Auto gegönnt. So, und dann gehen wir jetzt noch auf den Tagmodus, weil ich will ja das zweite Auto ja auch noch kaufen jetzt gerade. Deswegen, wie gesagt, die Folge wird ein Ticken länger werden. Ich will den Wagen auf jeden Fall haben. Ich freue mich drauf, dass wir definitiv für die nächste Folge ein neues Auto haben. Und zwar den Aston Martin DB11. Der auch wirklich meiner Meinung nach relativ nice aussieht und ja, sich auch richtig gut anhört, ob es sich so gut fahren lässt. Das muss natürlich, auf jeden Fall nicht lernen. Aber wie gesagt, wir werden uns jetzt auch den F-150 Raptor holen. Ja, auf jeden Fall nicht schön. Gut, gefällt mir auf jeden Fall. So, wir gehen nochmal zum Auto hin, wir holen uns noch ein zweites Auto. Definitiv schnell Reise. Ich hoffe, dass ich befürchte, dass ich das Geld gerade ausgegeben habe. Weil dann befürchte ich, dass wir tatsächlich den Wagen in der nächsten Folge holen. Vielleicht machen wir den tatsächlich auch jetzt in der nächsten Folge. Wenn er jetzt mir zu teuer ist, fahren wir den wirklich in der nächsten Folge an. Schade. Weil ich will mir eigentlich noch einen Offroad-Wagen holen. Definitiv. Aber gucken wir mal, wie teuer der ist. Der ist tatsächlich zu teuer. Der kostet einen Mosch tatsächlich 54.000. Das heißt, wir müssen noch ein kleines Rennen fahren. Verdammt. Okay, dann machen wir das tatsächlich auch erst in der nächsten Folge. Schade. Okay, dann machen wir nächste Folge auf jeden Fall nochmal ein neues Auto. Da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Let's Play Need for Speed Heat. Und dann werden wir auf jeden Fall uns mit dem ersten Mal das erste Rennen fahren. Auf jeden Fall noch ein normales Rundkursrennen oder was. Und dann fahren wir mit rum uns den Ford F-150 Raptor für die Offroad-Rennen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.